Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zum Bonuskapitel von den Mystery Tales auf der anderen Seite. Wir sind noch nicht auf der anderen Seite, immer noch nicht. Obwohl wir schon, naja, fast durch sind, irgendwie so. Okay, gut, lass uns mal das Bild zusammensetzen. Das müssen wir jetzt hinkriegen. Tada! Funktioniert sehr gut. Was hat er denn hier versteckt? Die Acid. Und ein Schleifstein, ausgezeichnet. Acid bekommen wir hier vorne geregelt. Warte mal so. Was ist denn jetzt Aufregendes darunter? Eine Kiste und wo noch was fehlt. Nee. Ernsthaft? Werkzeugkoffer. Okay. Warte mal. Reicht das schon? Das kann unmöglich reichen. Das reicht tatsächlich. Ja. Aber das Boot ist dadurch noch nicht dicht, du. Wir brauchen, benötigen noch. Echt? Geht das? Tatsache. Das kann nie im Leben reichen. Man braucht Teer zum Abdichten oder so. Aber die Szene... Oh nein, sie sind schon so weit. Oh verdammt, sie sind schon so weit. Ich muss ihnen folgen, bevor es zu spät ist. Ja, es sieht schon verdammt danach aus, dass es bereits so weit ist. Okay, hier... Ach, habe ich jetzt nicht aufgepasst. Okay, das haben wir. 11 von 12. Hammer. Was haben wir hier? Ein Feuersymbol. Ich muss das Feueremblem finden. Natürlich. Hier ist was vergraben. Wenn ich nur etwas hätte, womit ich den Sand wegschaufeln könnte. Nicht mit dem Messer. Das geht nicht mit dem Messer. Was haben wir da? Okay, dich nehme ich schon mal mit. Und hier gibt es Kohle. Ich muss den Schmutz wegwischen. Mit dem Pinsel. Kohle sehe ich jetzt hier erstmal. Doch, da ist Kohle. Alles klar. So. 108. Wir echt alle. Alle Münzen. Yes. So. Hier kommt. Ja. Ich habe den Schmutz schon weggedings. Da fehlt jetzt nur noch das Zahnrad-Dö. Okay. Da scheint mir auch noch was zu sein. Dich nehme ich erstmal mit. Das finde ich sehr gut. Drahthaken. Und da ist irgendwas. Ich muss die Ranken durchschneiden. Mit dem Messer geht das? Reicht das? Tatsächlich. Guck mal, was wir da alles für schicke Sachen kriegen. Das da und ich brauche einen weiteren Spiegel. Okay. Vielleicht setzen wir erstmal das Ding hier ein. Jo. Und wir bekommen einen Stein. Einen ganz besonderen Stein. Es ist nämlich ein Kletterstein. Was? Was ist denn ein Kletterstein? Ist im Boot... Nee, da ist nur dieses Ding. Kriege ich das damit raus? Nee. Sehe ich das richtig, dass wir jetzt gerade nichts anderes mehr machen können? Hinten waren wir doch fertig, ne? Oh, ich komme gar nicht mehr zurück. Das ist Uncandy. Sollten wir irgendwas verpasst haben? Tja, schade. Was ist denn hier? Ach, deshalb ist das ein Kletterstein. So, gehe höher, ne? Irgendwelche Tipps? Indem du dich an den Stein entfernst. Tippe auf passende Steine, um sie zu entfernen. Tippe auf einen Stein, um nach oben zu klettern. So. Okay. Auf passende Steine, um sie zu entfernen. Keine Ahnung. Der hier? Das ist es nicht. Der? Immerhin müssen wir nicht von vorn anfangen. Das finde ich schon mal gut. Okay. Der da? Nein. Der da? Nein. Hm. Und? Was ist denn jetzt? Hält die Hand da drauf? Bedeutungsschwanger? Was ist denn? Ach so, ich okay. Gut, jetzt haben wir vier. Die wackeln. Das geht. Okay, das war der richtige. Hier nehme ich mal den. Nein. Der passt auch. Und dann können wir hier... Okay, ja, cool. Geht, läuft. Wie lange kann man sowas machen? Sterne. Ihr beide und ihr beide. Okay. Dreiecke, warum? Was ist, ich hatte nicht registriert, doch. Okay, jetzt sind wir oben, oder was? Warum reagiert er denn so komisch? Er ist wieder an einem sehr wunden Punkt in Sachen, in Sachen Videorendern. Alle. Was?
Sammler, alle eifriger Sammler. Wir haben alle. Gut. Sehr gut. 12 von 12. Das beruhigt mich sehr. Das finde ich gut. Das finde ich klasse. Hier, du brauchst noch einen Gefährten, ne? Ein zweiter Schmied. Ja, allerdings. Hier liegt auch noch irgendwas rum. Oh, du kommst erstmal mit. Und du auch, was immer du bist. Ist aber nicht gut. Keil. Das ist aber nicht schön. Das ist nicht nett. Was haben wir denn hier? Ach, da kommt ihr Vieh hinein. Okay, verstanden. Das sieht nicht gut aus. Für diesen Schutzzauber benötige ich einen bestimmten magischen Gegenstand. Nämlich eine halbfertige Axt. Nein. Leider nein. Ein Keil und Drahthaken und... Okay. Was haben wir denn hier noch? Hallo, ich glaube, diese Statue hielt einst eine Fackel. Anzünden können wir sie schon mal, aber leider haben wir nichts Fackeliges dabei. Hm, den Keil könntest du halten? Nö, möchte er nicht. Okay, und mehr ist hier jetzt aber auch nicht, ne? Ne, mehr ist hier gerade nicht. Okay, gehen wir mal runter. Da kommt der Spiegel hin. Hier hilft uns ein Keil beim Graben wohl kaum, ne? Ne, das hilft alles nicht. Okay, oh, warte, haben wir da? Nee, es hat nicht gedings. Hier gibt es nur das Feuersymbol, welches wir nicht haben. Und hier ist gar nichts mehr. War denn hier noch irgendwas versteckt? Nein, wir haben auch kein Sonnensymbol. Und hier geht es nur nach oben. Zurück komme ich nicht mehr. Hä? Aber wo soll ich denn weitermachen? Was habe ich übersehen? Hm. Wenn ich etwas hätte, womit ich den Sand wegschaufeln könnte. Nun, mit dem Keil. Nein. Mit dem Hammer einfach draufkloppen. Das ist doch, komm, da steckt was drin. Das kriegst du hin. Ich bin sicher, das kriegst du hin. Ach, wohl nicht. Gut. Denn nicht. Hier haben wir nichts mehr. Da haben wir gar auch nichts mehr. Da komme ich. Ach, da komme ich da wieder hin. Okay. Da auch nichts. Das heißt, wir müssen hier weitermachen. Aber, buh. Aber was machen wir denn hier weiter? Hm. Wenn ich etwa... Ah, ich brauche etwas, um den Riss zu erweitern. Okay, das geht. Das kriege ich hin. Habe ich doch was übersehen. Na, siehst du. Juhu! Okay, eine Axt und eine... Okay. Dich können wir erstmal schleifen. Ach, das liegt so. So, und dann kommt der Stiel da dran. Herrlich. Na, siehst du, da haben wir die Axt. Okay, jetzt brauchen wir. Wir finden schon einen Gefährten, keine Sorge. So, ist die Axt ein. Nee, warte, erst die Fackel. Erst er hier. Und. Oh, das reicht schon. Es entzündet sich von selbst. Na gut. Hallöchen. Achso, Geschichte. The light of life in my crescent is almost out. I have fulfilled my destiny. I'm ready, Death. Lead me to the Shadowland. Was? Sie hat ihr Leben für die Rettung anderer gewidmet, wie ehrenhaft. Allerdings, aber wer ist sie? Und erfahren wir noch mehr über sie? Und überhaupt? Ah, die Kiste sollte nicht allzu schwer aufzubrechen sein. Okay, da ist der Spiegel drin. Yes! Hier haben wir Geschichte. Benutze den magischen Armreif, um die Seelen seiner verstorbenen Träger herbeizurufen. Hier liegt... Das ist sie! Oh, das ist sie! Jetzt traf ich das erst. Hier liegt Larven, Dämonenjägerin. Das war sie, die in der Geschichte beschrieben wurde. Und wir brauchen den Armreif. Ja, auf jeden Fall. So, hier können wir auch was. Hier eine Öse. Ich brauche einen Haken. Ich habe einen Haken. Okay. Na gut. Scheint zu reichen. Und da liegt so ein Karabinerhaken drin. Echt? Das nehme ich auch mit. Cool. Finde alle Seiten des dämonischen Buchs. Hallo. Nee, ich will nicht das. Gib mir. Hä? Ich will das Buch sehen. Habe ich aber mal richtig abgeräumt hier. Prinz Stola. Stolas ist ein weniger bekannter Dämon, trotz seines Status als Prinz. Sind die alle eigentlich irgendwie adelig? Alle? Er ist ein großer Astrologe und Astronom unter den Dämonen bekannt. Wenn er beschworen wird, erscheint er meistens in seiner dämonischen Form, einem schwarzen Raben. Du findest einen
schwarzen Raben dämonisch und außerdem gibt es auch andere andersfarbige Raben? Hä? Okay, was haben wir denn hier? Ich brauche etwas zum Verbinden der Gärten. Natürlich. Okay, so, nichts mehr. Nun, gehen wir mal zurück. Ich habe, warte mal, war da noch irgendwas für... für die Zange, dachte ich. Ach, warte mal, Verbinden der Ketten? Oh, das hätten wir auch einfach haben können. Egal, wir gehen ja gleich wieder zurück. Ching! Yes! It will be fire. Let there be fire. Puh. Zack. So viel altes Papier, ich sollte es verbrennen. Warum? Es liegt doch hier ganz gut. Okay, cool. Ich hab den Kelch. Das ist der Kelch. Ich habe immer noch nichts gefunden zum Graben. Können wir mit dem Kelch graben? Was für eine Verschwendung. Was für eine Verschwendung. Das nehme ich mit. Eine Linse. Okay. 3 von 4. Das wird noch nichts. Und irgendwas werden wir noch auffummeln müssen. Und einen magischen Gegenstand. Na, ist die Linse magisch genug? Nein, ist sie nicht. Okay, so, hier erstmal was zum Verbinden. Ne? Das muss doch gehen. Das geht tatsächlich. Wie doof. So. 4 von 4. Das ist cool. Dann können wir uns an dieses Rätsel heranwagen. Ja. Was? Drehe jeden Ring so, dass er in die Noten passt. Tipp auf einen Ring, um ihn zu drehen. Okay. Okay, sehe ich das richtig, dass ich bei den unteren beginnen muss? So, der passt, ne? Okay, genau. Dann der hier passt auch. Passt auch. Cool. Nein, ich will den unteren. Den da. So, und den hier. Und jetzt zum Schluss der da. Na, erst rein. Katsching! Und da wird nochmal gewimmelt. Herrlich. Finde alle Teile des Bildes. Okay. Ja. Das muss ich kaputt machen. Haben wir irgendwo einen Hammer? Gewicht geht auch. Nee, das hier reicht nicht. Okay, irgendwas sauber machen. Was könnte ich denn mal sauber machen? Keine Ahnung, die Glaskugel. Nee. So. Ich brauche etwas Scharfes, um es aufzuschneiden. Oh, warte mal, erstmal so. Yep. Ist denn das hier nicht scharf genug? Die Schere, da gehört ein Gewicht hin. Hier, so. Sieh an. Ah, okay, haben wir. Das ist scharf. Nein, warte, das war an dem Bild, ne? Oh, das schöne Gemälde. So, irgendwas auf. Nee. Hier sind zu viele Spinnenweben. Mal wieder. Das hier geht aber nicht. Okay, so. Sind hier noch 2 Stück? 2 von den Dingen. Eine Kachel ist hier. Und das andere, dafür müssen wir... Ah, dafür war es gedacht. Okay. Wieso flackert das hier so? Gut. Gotcha. Da ist sie. Das war eine hübsche. Ein Schmiedefigurchen. Natürlich. Schmied, nicht Schmiede. So, na Jungs. Das ist der Armreif. Okay. Jo, Baby. Okay, so. Hello. Hi. I am Larvin. I'm here to help you stop Kayron. Cool. Ja, freut mich, dich kennenzulernen. After Kayron was trapped in the crystal, I needed a way to destroy him completely. And I found it. Erzähl mal, was muss ich machen? The Crescent is a powerful light artifact and capable of destroying the demon and the astral gates completely. Kayron has been weakened after centuries of captivity, so the Crescent ritual should work. Okay, was muss ich alles tun? A system of mirrors bends and amplifies the light beams in the cave. Find the Crescent and place a lens, a pure sapphire, and a vial in it. Then, place it in the middle of the cave and adjust the light beam correctly. Ach du liebe Zeit. Okay, ob ich das auf die Kette kriege? Okay, wenn ich nicht weiter weiß, kann ich nochmal nachfragen. Before you go,
Take this. It'll help you enter the ritual hall. Good luck. Danke sehr und dir noch eine angenehme Ruhe. Mensch, danke schön. Magisches Zepter. Und weg ist er. Was? Beschwöre Labens Geist. Hier fehlt ein Dreieck. Warum? Ach Mann. Alles ist immer kaputt. Alles ist immer. Warte mal. Ach, das ist an dem Boden erschienen. Ah, das ist ja interessant. Okay, also wir kommen hier erstmal hinein. Ne? Da haben wir nichts mehr. Nein, haben wir nicht. Hier komme ich durch. Cool. So. Agatha, my loyal servant. It's time for your final trial of faith. Give me your soul. I promised you a reward, yes. And what's more rewarding than giving your life for your master? But master, you promised. Das war doch so klar. Das war doch so klar, dass er sie hintergeht. Okay. Gelange zum Astraltor. Er ist im Begriff, das Tor zu öffnen. Ich sollte mich beeilen. Naja, immerhin ist er beschäftigt. Dann, naja, er ist beschäftigt. Finde Labens Laternen und besiege ihn. Okay, tun wir. Hier ist erstmal ein Werkzeug gefragt. Jo, sehr gut. Katsching. So, da haben wir den Saphir. Okay, müsste der nicht... Saphir nicht? Nee, das sind Rubine. Okay, ich weiß es nicht genau. Hier braucht es was? Ein paar Ketten. Habe ich aber noch nicht am Start. Hier ist eine Kette. Die hängt da so rum. Die nehme ich. Das kann ich leicht herunterschießen. So. Cool. Juhu. Da ist ja die Laterne. Also zumindest ein Teil davon. Nun. Aha. Hier ist auch noch was. Noch mehr Kette. Okay. Was gehört hier? Da gehört die Laterne hin. Ja, steht hier auch. Ist in den Stein eingemeißelt. Was haben wir da? Schabups. Ich darf nicht zulassen, dass sie entkommen. Ich muss die Kristalle zerstören. Ich habe aber gerade nichts am Start. Das sollte recht einfach zu knacken sein. Allerdings. Noch mehr Ketten. Ausgezeichnet. Okay, und hier gehört noch eine Figur rein. Ein ganz besonderes Amulett. Porträtkachel. Wir müssen zurück, aber ich würde gerne erstmal das hier lösen. Warte mal, so. Okay. Yes. Okay, ja, ich weiß, du möchtest zusammengesetzt werden, aber ich bin gerade ein bisschen busy. So, setze das Projekt zusammen, indem du die Kacheln tauschst. Tippe auf zwei Kacheln, um sie zu tauschen. Eine Kachel drehen sich, während sie sich bewegen. Richtig platzierte Kacheln werden hell hervorgehoben. So wie diese beiden, meinst du? Okay, das geht. Ja, das geht auch. Das ist auch. Okay, und das ist auch. Oh, das war ja leicht. Ah, guck an, was wir hier haben. Und ein Gevatter-Tod-Amulett. Oh, meine Güte. Mehr haben wir denn nicht drin? Ach, Menno. So, dann gehen wir mal hier hin und setzen das Amulett auch dort ein. Yes! Und da haben wir das Elixier. Die Fiole. So, die Fiole da rein. Und das da oben drüber. Und irgendwo kommt da jetzt das zusammen. Nee, erst die Münze da reinpacken. Okay. Das ist die Laterne. Wunderschön. Wir müssen unbedingt Zork spielen, fällt mir dabei auf. Was? Was soll ich tun? Richte den Strahl auf den Dämonen, tippe auf einen Kristall, um zu drehen, die Richtung des Strahls zu ändern. Okay, so. Ja. Okay. Jetzt. Ja. Okay, viel Spaß bis dahin. Sag Bescheid, wenn du vorbeikommst. Ich bestell Pizza. Hi. I knew you could do it. Thank you. Now that Kayron has been defeated, my soul can finally rest. Ja. Sehr gut. Hi. Great job. You saved the world from chaos and destruction. Now no more demons will threaten the earth. Vielen Dank auch für deine Hilfe. Oh, das war's schon.
Mystery Tales, die andere Seite. Jawohl. Zu schade, dass wir nicht auf die andere Seite gekommen sind. Ne? Das ist echt tragisch. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel abgeschlossen. Ja, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Einen haben wir ja noch, ne? Ich dachte, ich sag das mal. Einen haben wir noch. Es gibt noch mehr, aber... ich glaube, es gibt noch mehr. Aber ein Spiel habe ich noch am Start. Und dann habe ich auch mal Lust auf was anderes. So, Einstellungen. Hier, das möchte ich euch noch zeigen. Mitwirkende. Genau, das finde ich wichtig. Das sind die ganzen Menschen, die dieses Spiel ermöglicht haben. Das ist, ich finde es unfair, das zu zeigen. Ne? Also ich meine, wenn ihr jetzt findet, ey, dann muss ich mir jetzt nicht unbedingt angucken, könnt ihr natürlich auch das Ganze überspringen. Ist jetzt kein Ding, aber ich finde es einfach fair, das zu zeigen, weil das sind die Leute, die haben sich viel Mühe gegeben, um dieses Spiel zu ermöglichen. Die haben die Story ersonnen und. Ne? Und dann finde ich, gehört das auch gezeigt. So, einfach weil die sich viel Mühe gegeben haben. Gut, ja schön, das lassen wir jetzt noch durchlaufen und also erstmal Leute, danke für dieses Spiel, ja, war ordentlich, war schön. Ich wäre nur gerne auf die andere Seite gekommen, ich hätte nur gerne gewusst, da das Spiel schon so heißt, ne? Was hat es jetzt damit auf sich? Ich muss gleich mal gucken, wie der englische Titel lautet. Aber Leute, vielen, vielen Dank auch an euch, die ihr jetzt dabei wart, die ihr bis jetzt durchgehalten habt, meine Güte. Hey, sie sind immer noch dabei, ja. Hi, ja, danke fürs Zusehen, danke fürs Mitfiebern und Mitraten und Mitsuchen und überhaupt. Und ja, wir sehen uns, wenn ihr mögt, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, beim nächsten Mal wieder im nächsten Let's Play. Macht es gut, alle. Tschüss.